Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es ein nettes Video und zwar hat Birte von Birte Love Makeup mein Make-up ausgesucht. Ja, wir haben Videotelefoniert. Es ist ein bisschen unprofessionell. Nicht so wie bei Maxim und Hati, die so das so super professionell gemacht haben, aber die sind halt auch professioneller als wir. Also von daher ist das ein bisschen improvisiert, das Ganze. Ja, jedenfalls hat Birte mein Make-up ausgesucht. Und apropos Birte, meine liebe Birte, Happy Birthday. Ich weiß, dass du heute Geburtstag hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und genieße ihn mit deiner Familie im Gefühl vielleicht, wenn wir uns jetzt alle gerade nicht sehen können, hoffe ich, dass du halt einfach trotzdem einen wunderschönen Tag haben kannst. Und wenn ihr sehen wollt, mit welchen Sachen und wie dieser Look hier entstanden ist, dann bleibt dran. Es geht direkt los. So, ihr Lieben, es geht los. Passt auf, das Video ist mega professionell. pass auf, es ist so gelaufen. Ich habe alles vorbereitet, habe mir eine App rausgesucht, habe mich total darauf vorbereitet. Eine App, die quasi den Bildschirm mitfilmt und das hat auch super funktioniert. Und ja, es hat nur den Ton nicht mitgefilmt. Ich habe das Bildmaterial geschnitten, wir haben über 40 Minuten telefoniert und ja. Ich habe leider nicht herausfinden können, wie wir es hinkriegen, dass wir einen Ton kriegen. Deshalb habe ich gedacht, ich blende euch einfach so ein paar Schnipselchen immer wieder ein von unserem Telefonat, von unserem Videotelefonat. Dann könnt ihr einfach sehen, ja, wie das gelaufen ist. Es war übrigens sehr, sehr schön und sehr, sehr lustig, mit Birte zu telefonieren. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, wirklich. Und sie hat sich auch ein paar interessante Scheißerlein hier ausgesucht. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Und ich würde einfach sagen, ich blende euch hier mal ein, wie Birte in meine Primer-Schublade geguckt hat. Und ja, das mit dem Primer war, ich glaube, für sie war es relativ schnell, hat sie sich den hier ausgesucht, und zwar diesen CoverFX Dewy Skin Primer. Den habe ich letztes Jahr gekauft, der ist mega krass. Der ist fast wie ein Lipgloss, könnt ihr das sehen? Und man muss super aufpassen, dass man nicht zu viel von dem nimmt, weil sonst wird es flutschig auf dem Gesicht. Also das Ergebnis, so die Optik ist geil, aber ich denke, für jemanden, der irgendwie damit Probleme hat, dass seine Foundation richtig gut hält, für den wird das nichts sein. Ich finde es auf jeden Fall ein super spannendes Produkt und freue mich auch voll, dass sie den rausgesucht hat, weil ich hätte den vielleicht eine Weile jetzt erstmal nicht benutzt. Ne? Ich mache mal schnell einen MAC Paint Pot auf mein Augenlid. Den haben wir gar nicht so ausgesucht im Speziellen, aber ich benutze ihn sowieso immer und ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen viel. In der Zeit erzähle ich euch über die Lidschattenpalette, die Birte ausgesucht hat. Also zuerst mal hatte sie ein, zwei in der näheren Auswahl, zum Beispiel die Kat Von D Pore Lolita. Die war quasi in der Auswahl und entschieden hat sie sich, wie ihr es unten in dem kleinen Videoclipchen hier jetzt sehen könnt, für die Pat McGrath Mothership 5. Das ist auch die einzige Pat McGrath Palette, die ich aktuell besitze. Ob das so bleibt, kann ich euch nicht sagen. aber die hat sie sich ausgesucht und wow, ich habe schon gesagt, als sie sie ausgesucht hat, habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich Schiss, weil ich finde, die Lidschattenpaletten von Pat McGrath sind nicht die einfachsten in der Handhabung. Ich glaube ja, dass Birte wollte oder möchte, dass ich dramatischen Look schminke. Das mache ich jetzt auch. Ich fange aber erstmal an mit diesem Ton hier. Übrigens, diese Palette, die wiegt einen Zentner, Leute. Das kann ich euch sagen. Die ist so unglaublich schwer. Ich glaube, es ist die schwerste Lidschattenpalette, die ich je in den Händen gehalten habe. Also, wow.
Und den Ton, den gebe ich mir erstmal so ein bisschen auf, aufs ungesettete Lied. Und da meinte ich halt schon, also die Pat McGrath-Liedschatten, vor allen Dingen finde ich die, die Matten, die knallen schon rein. Aber ich finde, die sind vom Verblenden nicht so easy peasy wie jetzt zum Beispiel Natasha Denona. Wobei, ich meine, wenn sie dann erstmal so halb verblendet sind, dann sind sie mega verblendet, ne? Das muss man sagen. Also, es ist irgendwie, es sind die Lidschattenpaletten oder die Lidschattenpalette, die ich hier habe, die ist schon irgendwie anders, wisst ihr? Ich kann das schlecht beschreiben, aber die ist anders. Anders als alles andere. So, ich würde jetzt das mal probieren, das, was ja Linda Holberg eigentlich ständig macht. Und zwar hat Birte mir noch einen Stift ausgesucht, einen Urban Decay Glide-On Eye Pencil in Alkaline. Und ich würde gerne den ein bisschen als Base nehmen, sozusagen. Oh, ich finde das so eklig. Ich weiß nicht, ich trage gerade Kontaktlinsen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Kontaktlinsenträger unter euch. Wenn ihr Kontaktlinsen tragt und da übers Augenlid kommt und die Linse sich so verschiebt, ne? Wie kommt ihr damit klar? Ich finde das so eklig, ey. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Das ist so eklig. Okay, sehr schön, mein Schatz. Ja, übrigens, wir sind immer noch mittendrin. Okay. Wir sind immer noch mittendrin, ist klar. Ihr wisst, wo drin, in der Corona-Krise. Und meine Tochter macht gerade Mittagspause und sie hat mir erlaubt, ein Video zu drehen. Stimmt's, Maler? Hast du es mir erlaubt? Nein. Du hast es mir nicht erlaubt? Ja, nicht erlaubt. Also darf ich eigentlich gar nicht gerade drehen? Okay. Ich habe euch übrigens gerade mal so ein bisschen rangezogen, ne? Damit ihr wisst. Lass mal hier so ein bisschen. Ja. So. Okay. Hoffentlich drehe ich damit nicht, mache ich es damit nicht schlimm. So, ich nehme ein ganz kleines bisschen von diesem dunkellilanen Ton und versuche das ganz bisschen auszublenden. Okay, das ist nicht so einfach. Ich nehme jetzt noch mal den hellen Ton vom Anfang und versuche das noch ein bisschen softer hier hinzukriegen. Da habe ich mir was vorgenommen. Aber es ist egal, denn wir gehen jetzt mit dem Finger natürlich in diesen Ton hier rein. Und den hauen wir uns jetzt sowieso überall drüber. Ich versuche mal so ein bisschen abzupusten, damit es hier ist. Das Gute ist, dass durch diesen Ton es im Grunde egal ist, was da drunter ist. Ich wollte nur so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen Sticky Base. Ihr wisst schon, was ich meine. Damit mir es nicht zu dolle durch die Gegend fliegt. Und jetzt verblende ich mir so ein kleines bisschen. Wow. Huhuhu. Alter Schwede. Diese Töne sind halt echt der Oberhammer, ne? Das muss man einfach sagen. Man kann das mit nichts anderem vergleichen. Ich kann euch das auch. Es gibt zwar in vielen Paletten so, so Glitter, Topper, Gedöns, aber keiner davon ist so wie das hier, weil ich weiß nicht, das ist so blinding. Das ist unnormal, unnormal. Auch wenn ihr das ganz schier nur auftragt, ne? Faszinierend, wirklich extrem faszinierend, muss ich sagen.
Und aber es ist halt trotzdem Glitzer und Glitzer landet gern überall, ne? Das wisst ihr ja. So Leute, ich glitzer. Ich gehe jetzt mal mit dem Stift noch so ein bisschen in die obere Wasserlinie rein. Ich muss sagen, dafür, dass ich diesen Glitzerton benutzt habe, habe ich ziemlich wenig Fallout, was mich jetzt ein bisschen wundert. Aber okay, wenig Fallout, ich würde mal sagen, das nehmen wir hin, oder? Foundation. Ja, gucken wir mal, wie sie in meine Schublade geguckt hat. Und es war ziemlich von Anfang an, glaube ich, klar, oder? Ich glaube, du wolltest, dass ich die hier benutze. Und zwar die Bounce Beauty Blender Bounce Foundation. Und guck mal, dieses Glowy-Zeugs ist schon recht gut eingezogen. Ich würde die jetzt heute mal mit meinem Pinsel benutzen. Sonst mache ich es meistens tatsächlich mit dem Beauty Blender. Aber heute will ich mal Pinsel benutzen. Ich sehe in der Kamera heute so aus, als wäre ich extrem rot. Dabei geht es meiner Haut im Moment mega. Also meiner Haut ging es, glaube ich, gefühlt noch nie so gut wie im Moment. Und wisst ihr was? Ich glaube, es liegt daran, dass ich so gut wie gar kein Make-up trage. Wahrscheinlich liegt es echt daran, weil jetzt zu dieser unsäglichen Zeit, in der wir alle zu Hause bleiben müssen, ehrlich, ich schmink mich nicht, wenn ich nicht rausgehe oder so. Nur halt so aus Spaß wie jetzt. Aber für den Alltag oder so, wenn ich mit meiner Tochter im Garten spiele oder bastel oder was weiß ich, irgendwie Haushalt mache oder wurscht, sowas in der Art, dafür schminke ich mich nicht, ne? Also das ist dann eher dann so Hobby und Spaß und Spiel. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich mag die Foundation. Ich habe übrigens die Farbe 100, also 1.30W. Da werde ich immer wieder nachgefragt. Ich habe hier so einen Freund. Die ist ein bisschen hell, ne? Also ich könnte tatsächlich eine Nummer dunkler vertragen. Aber es ist trotzdem in Ordnung. Man kann damit arbeiten. Sie oxidiert auch ein bisschen. Also von daher, das sieht hinterher nicht mehr so gruselig aus. Sie deckt halt echt ganz schön ab, ne? So, kommen wir mal zu einem Produkt, was überhaupt nicht High-End ist, und zwar Catrice. Da hat Birte sich diesen Concealer ausgesucht, und zwar den Catrice Cover Hydrate. Ja? Ich glaube, Opa ist so dumm, dass man kann Ostereier dann träumen. Ich weiß nicht, ob der Osterhase mich ins Kind. Das weiß ich auch nicht, mein Schatz. Das werden wir dann mal sehen, ne? So, Concealer. Birte hat sich diesen Concealer hier ausgesucht. Und zwar von Catrice. Wie heißt du überhaupt? Cover Hydrate. Nee, Instant Awake Concealer. Entschuldigt bitte. Und ich habe den auch schon mal. Ich habe den auch schon getestet. Und ich finde den auch ganz gut. Also. Der kann nicht wirklich was an dem aussetzen. Deckt ganz gut ab. Hat auch jetzt hier in der Kombi mit der Foundation eine gute Farbe. Wenn das Video hier rauskommt, dann kommt ja auch das Video von Birte natürlich raus. Denn auch ich habe ihr Make-up ausgesucht. Ist ganz klar. Ja. Und ich bin super gespannt. Ich bin richtig gespannt auf ihren Look und darauf, wie sie es zaubert. Das heißt, ich werde auch genauso wie ihr jetzt am Sonntag um 10 vorm Fernseher sitzen. Obwohl, also das Video drehe ich jetzt, heute ist Dienstag. Das heißt, ich drehe das am Dienstag und Sonntag ist ja auch zufälligerweise Ostersonntag. Das heißt, ich werde wahrscheinlich doch nicht, oh Mist, um 10 da sitzen. Vielleicht wenn... Mama, ja. Wenn ich saß nicht Ostersonntags, dann saß nur Ostern, weil
da dann der Osterhase so veräppelst mich ein bisschen. Jetzt hat mich das Kind völlig aus dem Konzept gebracht. Also am Sonntag, wenn mein Video online geht, geht natürlich auch das Video von Birte online. Denn auch ich habe ihr Make-up ausgesucht. Und guckt euch das auf jeden Fall an. Ich gucke es mir auch auf jeden Fall an, sobald mein Kind und sobald man mich lässt. Ja, werde ich mich auch schön in Ruhe mit dem Tablet aufs Sofa schmeißen und mir das Video angucken. Ich bin richtig gespannt, wie ihr Look geworden ist. Ja, und auf jeden Fall ran an den Speck und gratulieren, denn Birte hat heute Geburtstag. So, machen wir mal unterm Auge schnell das Make-up fertig. Das halte ich, Nein, ich halte das nicht. Marla, kannst du bitte mal dein Einhorn ausmachen? Oder rausbringen? Ich will nicht, dass es jetzt dauernd pling, plong macht. Ich nehme jetzt auch einfach hier den Stift und trage mir den auf. Und ich kann das immer so schlecht sehen. Auch auf der Wasserlinie. Jetzt habe ich erstmal die Augen gemacht. Ihr könnt es jetzt sehen. Ich habe einfach Stift und ein bisschen hiermit geblendet. So, und jetzt machen wir natürlich noch inneren Augenwinkel. Ist ganz klar, weil bei der Palette muss das sein. Ich spritze mal so ein bisschen meinen Pinsel an. Irgendwie hat es ihn nicht getroffen jetzt. Und nehme diesen Ton und gebe mir den ein bisschen in den inneren Augenwinkel. Ich finde, damit muss man ein bisschen aufpassen, weil es ist einfach purer Glitzer, muss man sagen. Und ich werde ja auch immer wieder gefragt, Pat McGrath oder Natasha Denona. Und also ich muss natürlich sagen, diese Palette und auch die anderen Paletten von Pat McGrath, von der Farbzusammenstellung ist das unnormal. Und diese besonderen Topper Shades sind so spektakulär. Guckt euch das mal an. Einfach geil. Aber es ist nicht so einfach und anwenderfreundlich, finde ich, wie Natasha. Ja. So, Augen sind fertig. Oder machen wir erst, machen wir Mascara erstmal. Machen wir erstmal schnell Mascara. Das ist ein bisschen langweilig. Das können wir erstmal zu Ende bringen. Ich habe tatsächlich nicht so viel Mascara, wie ihr jetzt gerade hier unten im Clipchen sehen könnt. Birte hat sich diese hier ausgesucht. Ja, die fand ich ganz gut. Was ich nicht so gut finde ist, und ihr könnt das schon sehen, okay, die hat das größte Bürstchen, was ich je gesehen habe. Okay, ich glaube, die hat ihre besten Zeiten gesehen. Die ist schon ein bisschen so auf der klumpigen Seite. Ich fand die aber gut und das ist nur immer das Problem. Ich höre das auch tatsächlich immer wieder von euch, dass ich das Gefühl habe, dass ganz oft die Mini-Mascaras total gut sind. Und also die Proben oder diese Minis sind total toll und man denkt sich, wow, voll geil, ich will die große haben. Dann kauft man sich die große und fragt sich, warum fand man die eigentlich toll. Wisst ihr, was ich meine? Und das höre ich tatsächlich von euch auch immer und immer und immer wieder. Ja, die macht schon schöne Wimpern. Aber ich glaube, das war das letzte Mal, als ich sie benutzt habe. Weil sie ist schon so ein bisschen klumpig. Und man muss einfach sagen, dieses Bürstchen ist für untenrum völlig ungeeignet. Also das ist ein Monster. Das ist wirklich ein Monster. Ja, der Augen-Make-up-Look gefällt mir ziemlich gut.
schmeckt ziemlich gut. Muss ich sagen. Rudern wir mal ein bisschen ab. Und zwar hat Birte sich da von Rival de Loop dieses Illuminating Powder rausgesucht. Hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Fand ich auch wirklich nicht schlecht. Muss ich sagen. Ich glaube, ich habe zu viel. Fangen wir mal ein bisschen hier an. Ein bisschen da und ein bisschen da und ein bisschen da. Ihr wisst ja, ich bin ja die Glitzerpolizei. Ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn in Puder so grobe Glitzerstückchen drin sind. Aber hier ist es voll interessant, weil ich kenne Leute, auf deren Meinung ich auch Wert lege, die sagen, boah, Jenny, es ist doch voll die Glitzerbombe. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, nö, da glitzert doch gar nichts. Und ich finde es voll lustig, weil eigentlich bin ich ja da sehr zimperlich, aber irgendwie finde ich, das glitzert so gut wie nicht. Das glitzert nicht für mich. Also, ich sehe einfach keinen Glitzer mit diesem Puder. Ich finde das gut. Guckt euch das ruhig mal an. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich das wirklich, ja, für Drogerie eine richtig gute Sache finde. Kommen wir endlich zum Bronzer. Ich sehe nämlich richtig schlimm aus. Braucht dringend Bronzer. Und da hat sich Birte den von Urban Decay ausgesucht, den Beach Bronzer. Und der ist tatsächlich uralt. Und das war mein erster High-End Bronzer. Also streng genommen nicht mein erster High-End Bronzer, weil mein erster High-End Bronzer war der Hoola von Benefit. Aber ihr wisst ja, ich mag ihn ja nicht. deshalb zähle ich den nicht so richtig, weil ich habe den dann auch wieder abgegeben. Das war irgendwie so eine mega Enttäuschung für mich damals. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber der hier, den habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen. Und, also schon ewig her, so Weihnachten vor 5 Jahren oder, naja, noch länger. Da war mein Kind noch nicht da. Und ja, der ist wunderschön. Der ist wirklich schön. Den könnte ich echt mal wieder benutzen. Ich halte mich ein bisschen zurück mit Bronzer, weil Bilder hat sich ein ordentliches Rouge ausgesucht. Ey, wow. Geil. Geil. Den sollte ich mal wieder öfter benutzen. Der ist total schön. Der lässt sich so schön verblenden. Der ist wunderschön. Total toll. Highlighter. Highlighter hat sich auch was Gutes ausgesucht. Das ging auch ziemlich schnell. Und zwar Laura Geller Baked Gelato Swirl Illuminator in Gilded Honey. Und das war früher mal mega gehypt. Also extrem gehypt. Ich finde, das ist so ein schöner goldener Highlighter, der... Ich finde es voll schön, dass sie ihn ausgesucht hat, weil für mich geht der ein bisschen in die Richtung Amerisi und auch Ofra, Rodeo Drive. Die sind alle sehr, sehr ähnlich. Und da ich liebe den Amerisi und ich liebe den Ofra Rodeo Drive. Deshalb freut mich das, dass ich den hier nehmen sollte. Der ist schon so ein bisschen gülden, also nicht ein bisschen gülden, sondern er ist ganz schön gülden. Aber ja, hat eine richtig tolle Konsistenz, tollen Auftrag, hält schön, alles gut. Sehr schöner Highlighter, muss man sagen. Kommen wir mal zu Augenbrauen und da bin ich über diese Wahl von Birte mega happy, weil das ist, und das wisst ihr sicherlich, wenn ihr mich schon länger verfolgt, meine absolute Lieblingskombination Kat Von D Brow-Struck und Benefit 24 Hours Brow Setter. Jo, da bin ich total glücklich mit. Das ist ja eigentlich meine liebste Augenbrauen-Kombi. So, und um das Ganze mal ein bisschen zu fixieren, nehme ich den 24 Hours Brow Setter. Was sagst du, Maus? Hast du nicht mich gemeint?
kommen wir mal in die heilige Schublade der Blushes. Ja, da hat Bitte sich für diesen Traum hier entschieden, und zwar von Cover FX, dieses Spiced Cinnamon. Huhu. Da gehen wir jetzt mal vorsichtig ran, ganz vorsichtig, weil das ist, ja. Ich habe hier heute auch keine Brille gerade auf, ich trage ja gerade Kontaktlinsen. Da muss ich mich immer so ein bisschen bremsen, was Rouge angeht, weil normalerweise, wenn da eine Brille drauf kommt, dann ist es halt wurscht, ne? Also, ich muss mich bremsen, ja, ich sehe jetzt, wie ich mich bremse, ne? Ja, ja, ja. Was ist? Meine Tochter ist sauer. Guckt mal. Ja. Na, jetzt wird ein Schuh draus, ne? Ohne Rouge geht gar nicht. Also, ohne Rouge finde ich mein Gesicht total Banane. Mama. Hm? Dann guck doch die alten Folgen von Mascha. Soll ich sie dir anmachen? Hm? Ich probiere die oder die? Die kleine Mala. Gott, das Rouge ist so toll. Ich gehe jetzt nochmal in diesen Glowy-Teil rein, ja, in diesen... Und gebe mir das hier nochmal so ein bisschen... Aber mein Gesicht braucht das total, ne? Also ihr seht das ja, so. Ich brauche Rouge. Rouge. Und jetzt verschmilzt alles so miteinander, der Highlighter. Deshalb mache ich auch immer Rouge zum Schluss, weil das kann alles nochmal so miteinander verbinden. Das liebe ich. Und wo ist er hier? Ich nehme nochmal meinen Pinsel, mit dem ich gerade gepudert habe. Gehe einfach noch mal so ein bisschen hier lang, damit das ja hier einfach ein bisschen schöner geblendet ist. Und Mala, hast du es hingekriegt? Nein. Okay, und warum blinkt das jetzt? Hast du es jetzt ausgemacht? So, jetzt sind wir so gut wie zu Ende. Ich würde jetzt mal Setting Spray benutzen. Auch da habe ich meine Schublade einmal für Bitte geöffnet und sie hat sich das NYX Bear With Me Setting Spray ausgesucht. Was war damit? Hm? Ich weiß es. Guter Sprühnebel, extrem parfümiert. Als würdet ihr euch bei Rossmann diese billigen Parfums nehmen und euch das ins Gesicht sprühen. Das ist nicht so schlimm, also nicht so intensiv, aber es riecht nach Parfum. So, den Teil mit dem Lippenstift, da bin ich 100-mal hin und her im Zimmer gelaufen, weil meine Lippenstifte stehen da hinten, da habe ich nicht viel von mitgefilmt, aber am Ende sind es zwei geworden und eigentlich wollte Birte was Dunkles. Machen wir auch. Aber sie hat gesagt, dunkel oder nude. Ich trage jetzt erstmal den nude-farbenen auf, den sie sich ausgesucht hat. Und zwar ist der von Urban Decay. Von dieser Limited Edition, diese Jean-Michel Basquiat Limited Edition. Oh Gott, habe ich diesen Lippenstift geliebt, Leute. Den könnte ich auch mal wieder vorne stehen lassen. Der ist wohl mega schön, oder? Aber wisst ihr was? Ich weiß, dass Birte lieber was ganz Dunkles an mir gesehen hätte. Und dementsprechend machen wir das jetzt auch. Guckt es euch mal an mit dem. Und zwar ist es geworden MAC Media. Oh mein Gott. Ja, der riecht noch gut. Der ist so alt. Ich würde mal sagen, der passt sehr gut zu der, zum Augenlook. Ich habe früher ganz viel solche Farben getragen, aber je faltiger und schmaler die Oberlippe wird, desto weniger schön sieht es irgendwann aus, muss ich einfach sagen. Ich würde mal sagen, ich habe meine Komfortzone ein bisschen verlassen, oder? Obwohl eigentlich nur was den Lippenstift angeht, ansonsten... Gott, das... ja... Das ist schon alles ziemlich doll, muss ich sagen. Ich ziehe euch mal ran.
So sieht es aus. So sieht es aus. Tja, liebe Birte, ich hoffe, dir gefällt das Resultat des Make-ups, was du ausgesucht hast. Und es ist jetzt total spannend, mit dem, dass jemand anders das Make-up aussucht. Und wisst ihr was? Eine Abonnentin hat mir geschrieben bei YouTube oder Instagram, ich bin mir gar nicht sicher, ich soll doch mal meine Tochter mein Make-up aussuchen. Das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Da freut sie sich bestimmt und bin mal gespannt, was da rauskommt. So, I'm ready. Und jetzt gehe ich einkaufen. Am besten mit Mundschutz. Ja, so in der Corona-Krise reicht es ja im Grunde dann irgendwann, wenn wir uns diesen Teil hier schminken, den können wir ja dann weglassen. Ja, wäre auch mal eine Idee. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt huschusch zu Birte, guckt euch mal ihr Video an, das werde ich dann auch tun. Und ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Tolles und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!